Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Die Entscheidung ist gefallen, dein Vertrag wird nicht verlängert. Kam das überraschend für dich? Nee, also es ist ja immer, ein Vertrag ist eine beidseitige Sache und in der Konstellation mit den letzten Wochen muss man dann auch ganz klar sagen, dass es so, glaube ich, wenig Sinn für beide Seiten gemacht hätte. Und dann schaut man sich in die Augen und kann dann auch sagen, es ist Zeit für was Neues, für den Spieler, aber auch eben für den Verein. Ja. War die Art und Weise, im letzten Jahr gab es ja auch ein paar Abgänge und da war die Art und Weise, ist sehr stark kritisiert worden. Fandst du das jetzt okay, wie dir das mitgeteilt worden, wie die Trennung jetzt quasi vollzogen wird? Gut, mit meiner Spielzeit in den letzten Wochen und Monaten, wie gesagt, konnte man ja irgendwo ahnen, worauf es hinausläuft. Das Gespräch, das man dann geführt hat, war jetzt relativ spät im Laufe der Saison, aber es ändert ja eigentlich nichts großartig an der Sache. Wie gesagt, die einen sagen vielleicht ein bisschen früher mal, um Klartext zu reden, aber das ist, glaube ich, Makulatur am Ende des Tages. Aber natürlich das Gespräch an sich, die Art und Weise, war offen, war ehrlich und ich glaube, beide Seiten haben da sagen können, was sie auf dem Herzen haben und dementsprechend gehe ich da wirklich ohne Groll oder ähnliches, sondern das ist so, wie das in einem Fußballgeschäft üblich ist und sein sollte, abgelaufen. Mhm. Natürlich wollen jetzt alle wissen, was macht er denn jetzt, ne? Weil 6 Jahre bei uns hier in Saarbrücken und du gehörst ja als Inventar schon dazu, ne? wie ein paar andere Spieler eben auch, den ganzen Erfolg der letzten beiden Jahre mit aufgebaut, das muss man klar so sehen. Ja. Was hast du denn jetzt vor? Ja, wie gesagt, ich bin erstmal stolz und dankbar auch für die 6 Jahre, auch dankbar den Fans. Ich meine, ich kam aus Trier, das ist hier nicht so gern gesehen, aber ich wurde super aufgenommen, auch über die Jahre immer fair und auch gut unterstützt als Einzelperson und als Teil der Mannschaft. Und ich bin stolz drauf, was wir erreicht haben. Und nach so einer Zeit, 6 Jahre mit Höhen und Tiefen, bin ich da jetzt eher so auf dem Trichter zu sagen, ich lasse alles auf mich zukommen. Ich habe da nicht den großen Druck oder den Drang, sofort mich aufs Nächstbeste zu stürzen oder irgendwas auf die Schnelle zu entscheiden, sondern ich nehme mir die Zeit und bin aber natürlich auch sportlich und körperlich noch ehrgeizig genug, um in alle Richtungen zu schauen, vielleicht ein langwieriges Projekt zu unterstützen oder eben wirklich zu versuchen, so hoch wie möglich, so ambitioniert wie möglich da nochmal anzugreifen. Aber Stand heute ist da überhaupt noch nichts konkret oder auch die Richtung ist noch nicht klar. Ich lasse das wirklich alles auf mich zukommen, ja. Mhm. Da gab es ja schon so ein paar, sagen wir Gerüchte, Halle zum Beispiel wurde genannt. Eben die Renate hat den FC Homburg, weil du da nicht so weit weg wärst, ins Gespräch gebracht. Das sind aber alles Dinge, die sind quasi noch nicht in irgendeiner Weise konkret, ja. Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich glaube, die Mannschaften, die sind alle noch im Spielbetrieb. Man sieht es ja, Transfers wurden so gut wie gar nicht abgeschlossen, weder hier noch irgendwo anders. Und dementsprechend sollte man auch als Spieler alles wirklich beobachten und alles sich offen halten und da schauen, was am Ende des Tages vielleicht mit allen Möglichkeiten das Beste für einen selbst ist, weil es eben, wie gesagt, ein Großteil der Vereine, aber auch die Spieler selber noch nicht wissen, wo es hingeht, was sie machen, wie sie es machen. Und dementsprechend ist der Zeitpunkt einfach noch ein bisschen früh.
um da konkretere Sachen zu kommentieren oder ähnliches. Dass man natürlich über die letzten Wochen die Augen auf hat und schaut und hier und da mal Gedanke geht, ist, glaube ich, ganz klar, ist auch normal in dem Geschäft. Aber wie gesagt, da irgendwie was Konkreteres zu kommentieren, ist noch ein bisschen früh. Das heißt, du weißt auch noch nicht, ob du hier bleiben wirst als mit deiner Familie, mit als Wohnort, ob du weiterhin. Genau, hier genau. Bleiben wirst. Klar, nach 6 Jahren ist man ja irgendwo heimisch geworden, hat eine gewisse Verbundenheit. Dementsprechend sind das Pro-Argumente, um vielleicht hier in der Gegend irgendwie weiter aktiv zu sein. Aber genauso gibt es Argumente dafür, vielleicht woanders die Herausforderung zu suchen. Und genauso gehe ich an die Sache ran, alles am Ende des Tages abzuwägen, was für mich, für meine Familie der richtige Schritt ist. Und ich glaube, da wird sich dann das ein oder andere von ganz allein ergeben, wenn man sich es eben wirklich reiflich überlegt. Ja. Also wir hoffen, dass wir dich im nächsten Jahr wiedersehen in der dritten Liga. Ne? Dankeschön. Da gibt es ja auch Vereine in der Nähe, die jetzt wahrscheinlich sogar den Weg nach oben packen werden. Vielleicht klappt es ja dort und wir wissen es nicht. Alles Gute, Mario. Vielen Dank. Dankeschön. Danke dir.